Wie könnte man dann den Vlog noch anders beginnen, außer herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog, Vlog Nummer 9. Schreibt's uns in die... Wir sind auf dem Weg zu einem Aquarium, nämlich zum Nagoya Aquarium, um genau zu sein. Das heißt nochmal, die Japaner haben immer so komplizierte Namen für alles. Ja, Nagoya, Mokka-Latte, keine Ahnung. Der Spaß. Und das ist auch schon alles, was ich euch gerade berichten kann. A few moments later. So, wir sind jetzt angekommen am Port of Nagoya Public Aquarium, welches wir jetzt besuchen werden. Und es ist sehr sonnig. Es ist so sehr warm. Zu meiner ich habe Freude. Heute extra meinen Schal an. Ja, gestern war es so kalt. Gestern war es so kalt und jetzt ist es Gott sei Dank ein bisschen wärmer. Das finde ich ja ganz wunderbar. Hier seht ihr auch schon die Sonne. Und ja, ich bin sehr gespannt, was uns dort erwartet. Ich habe noch keine Vorstellung. Richtig. Aber das wird sich ja gleich ergeben. Richtig. Irgendwann müsstest du doch mal gehen schwimmen. Wir sind jetzt wieder an unserer Haltestelle in Sakai und bereite uns innerlich auf den letzten Abend von Nagoya vor. Wir gehen schon essen
als Abschluss der Woche. Und müssen natürlich noch packe und diesen Vlog hier schneide. Richtig, richtig. Weil morgen ist ganz besonders, fahren wir ja noch Kyoto. Ja. Und dort treffen wir schon den Dommel. Der macht nämlich einen Tagesausflug mit seiner Freundin, mit der Shiro, nach Kyoto. Richtig, um uns zu besuchen sozusagen. Ja, lustigerweise. Funny. Ja, und jetzt gehen wir erstmal ins Hostel, um alles zusammenzupacken und danach essen. Das war auch schon unser Abschlussessen. Hauptsache gut gegessen. Hauptsache gut gegessen. Wir waren jetzt gerade noch im 7-Eleven. Das ist ein Supermarkt, sehr empfehlenswert, der außerdem einen Geldautomat immer besitzt mit einem guten Wechselkurs, wo wir unser Geld abgebe und oft Lebensmittel kaufen. Zum Beispiel jetzt gerade hier unsere Eclairs gekauft, weil ich einfach Mäuse ins Geld in die Ware bezahlen. Ein anderer guter Markt ist Family Mart. Da gibt es auch sehr viele verschiedene Sachen und da kann man sich einfach ein bisschen indecken mit Getränken oder kleine Snacks für zwischendurch. Wir sind jetzt seit 2 Wochen in Japan. 2 Wochen stehen uns noch bevor. Das heißt, wer richtig mitgerechnet hat, es ist genau die Halbzeit. Gefällt uns beiden sehr, sehr gut hier in Japan. Es ist gar nicht nur so großer Kulturschock, wie man im Moment hat. Also finde ich. Nee, aber es ist etwas ganz anderes. Also ich finde, es ist gar kein so großer Kulturschock. Die Sprachbarriere ist eigentlich auch kein Problem. Man findet sich gut zurecht. Mir macht Spaß. Ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen, insofern, dass es mir sehr gut gefällt, es mir sehr viel Spaß macht und es ein ganz interessantes Land ist. Allerdings muss ich ihm auch in einer These widersprechen, nämlich finde ich schon, dass es ein anderes Leben hier ist, eine andere Kultur. Die Menschen gehen ganz anders da miteinander um und auch mit Touristen, finde ich. Es sind alle Leute so freundlich und sind alle sich eher und sehr nett und höflich. Das ist eine andere Kultur und eine andere Lebensweise. Und insofern gebe ich zurück ins Studio. So, an dieser Stelle ist es dann auch wieder soweit, den Vlog zu beenden für heute. Wahrscheinlich mal wieder ein etwas kürzerer Vlog, aber wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, da morgen ein neues Kapitel beginnt, nämlich Kyoto. Da sind wir schon sehr gespannt. Oder was sagen Sie dazu? Ja, ich schwätze aber lieber Plattdeutsch. Ah ja, ich habe es gerade ganz vergessen. Naja, egal, anderes Thema. Wir sind ja schon im Bett, schneiden noch den Vlog, gucke wie immer noch unsere Abendserien. Tschüss! Und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wow. Tschüss! Tschüss, Linkchen! Ha! Abonnieren nicht vergessen!